Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Abend ein großes Computerproblem und wir wissen gar nicht, ob wir die Sendung wirklich live eine ganze Stunde durchziehen können. Wir versuchen es aber. Deshalb wird unser Thema, was wir für heute vorgesehen hatten, erfolgreich, aber unglücklich verschoben auf nach der Sommerpause. Sollte jemand allerdings dennoch zu diesem Thema heute auch anrufen wollen, kann er das natürlich machen. Fangen wir schon mal ein bisschen damit an. Generell ist die Sendung heute wieder auf für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wir sind zu erreichen unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt hoffe ich, dass wir den ersten Anrufer schon haben. Das müsste Marc sein und der ist 19 Jahre alt. Ja. Das hat ja schon mal geklappt. Wunderbar. Hallo Marc, um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's ums Thema. Um das Thema, erfolgreich, aber unglücklich. Ja. Ja. Warum bist du unglücklich und erfolgreich? Also ich bin ein Sportler, also ich mache Wrestling. Ja. Und da bin ich halt, also ich bin da sehr erfolgreich so, aber habe durch diesen Sport, also mein ganzes Privatleben, sag ich mal so, nicht mehr. Also weil ich halt ja oft trainiere. Ja. Nun kenne ich mich nicht so sehr mit diesem Sport aus, aber das ist dieses Catchen, ne, so kann man das sagen. Ja. Das ist auch ein Begriff, ja. Genau. Du bist sehr erfolgreich in der Szene. Kennt man dich da? Bist du durchaus ein Begriff schon? Ja, also hier in Deutschland auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Magst du deinen ganzen Namen nennen oder eher lieber nicht? Ja, ich habe beim Wrestling habe ich so, also sag ich mal, Künstlernamen, sag ich mal so. Da heiße ich The Giant, ja. Also bei GSW, das ist in Deutschland hier eine Liga. Ja. Ja, also so kennen die mich da, so, sag ich mal so. Du bist ja erst 19 Jahre alt, ja. Habe ich gerade gesagt. Wie lange bist du denn in diesem Sport schon aktiv? Also ich habe es angefangen so mit 13, 14 so. Mhm. Aber so jetzt, sag ich mal, richtig in der Liga da bin ich erst so ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre so. Ja, beschreibst du dich mal, wie du aussiehst, wie schwer du bist und wie groß du bist? Also ich bin 1,93 ungefähr so. Ja. Und wiege 120. Wow, also ein richtiges Tier. Ja, kann man so sagen, ja. Also muskulös auf jeden Fall. Das muss man ja auch sein für diesen Sport. Ja. Das sieht ja immer heftig aus, aber so heftig ist es dann gar nicht, ne? Naja, sag ich mal so, viele sagen, dass es nur Show ist halt. Mhm. Aber ich kann sagen, da ich ja dabei bin, dass es nicht so ist. Also es ist auch Show. Mhm. So, aber der Körper muss halt auch sehr viel instecken, sag ich mal so. Also ohne den Körper, also so wie ich jetzt körperlich bin und so, dann sag ich mal, normale Leute so, die wollen das nicht wirklich aushalten, sag ich mal so. Ja. Nun ist das ja schon ein spezieller Sport. Wie kam es, dass du dich dazu entschieden hast, damals mit 13 in diesen Bereich zu gehen? Ja, das ist, also ich habe es dann durch einen Kumpel so kennengelernt, so im Fernsehen. Mhm. Und seitdem habe ich irgendwie immer den Traum gehabt, so, dass ich das werde. Und habe dann so freizeitmäßig ein bisschen das so gemacht. Aber da haben sie auch mal gesagt, dass man das nicht machen soll, wegen Verletzungen und so. Mhm. Und dann habe ich mich halt ein bisschen erkundigt im Internet, und so, ob es hier auch sowas gibt in Deutschland. Ja. Ja, und dann habe ich das so gefunden. Und dann habe ich angefangen, erstmal ein Fitnessstudio so. Ja. Ja, ne, das heißt, da muss man sehr, sehr viel trainieren wahrscheinlich? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin im Fitnessstudio von der Woche, jetzt Montag bis Freitag, sag ich mal so. Ja. Also bin ich bestimmt 4 Tage im Fitnessstudio, manchmal sogar 2-mal am Tag. Ja. Und kommst du auf dieses Gewicht, auf dieses Kampfgewicht ohne Anabolika? Ja. Ja. Wenn du es uns, die wir uns in dem Sport nicht so auskennen, beschreiben solltest, bist du sowas wie Bundesliga? Bist du so weit oben schon in deinem Sportbereich? Na, das würde ich auch nicht sagen.
Das eher nicht. Also in Deutschland ist ja Wrestling, sag ich mal, nicht so populär. Das ist ja eigentlich ein US-Sport so. Ja, genau. Ja, und die größte Liga da ist halt in den USA. Ja. Aber ich habe halt schon auch das Angebot gekriegt, in so einer, sag ich mal, wie soll ich das nennen, Probetraining so mitzumachen, in so einer unteren Liga, aber in den USA halt. Mhm. Das heißt, im Moment lebst du noch nicht davon? Naja, doch, kann man auch schon sagen hier, ja. Also du hast gar keinen anderen Job mehr, sondern du lebst von diesem Sport. Ja, aber in den USA wäre es halt noch besser und so mit dem Geld, sag ich mal. Aber ja. Das Problem ist, dass ich kenne mich halt damit sehr gut aus und so, habe viel auch Hefte davon und so, und was ich da so lese, also das geht ja dann auch schlimmer ab und so, da habe ich ja absolut gar keine Zeit mehr und so. Also. So, jetzt lass uns mal nochmal dazu kommen, auf den Bereich des Unzufriedenen oder Unglücklichseins. Ja. Erfolgreich, mit 19 bist du schon sehr weit gekommen in deinem Sport, kriegst sogar Angebote aus Amerika. Ja. Das heißt, da könnte irgendwann der ganz große Schritt wirklich ins Profitum gelingen und du vielleicht sehr viel Kohle verdienen. Ja. Was ist jetzt detailliert für dich das die Schattenseite an dieser Sache? Also die Schattenseite ist, sag ich jetzt mal, so im großen Begriff mein Privatleben, weil ich habe absolut gar keine. Mhm. So, und ja, dass ich halt ich habe für nichts mehr anderes Zeit und so, und körperlich geht's mir halt auch oft nicht so gut. Warum geht's dir körperlich nicht gut? Ja, weil, also ich habe schon öfter war ich schon beim Arzt und so wegen Rücken und so. Mhm. Halt, und da, also manche haben mir schon geraten, dass ich damit aufhören soll, sogar Ärzte schon. Mhm. Und da habe ich aber halt gesagt, dass ich das nicht machen kann und so, weil ich habe so keinen Schulabschluss nicht und so. Achso, das ist also quasi deine berufliche Chance, die du hast. Aber ehrlich gesagt denke ich auch mal nicht, dass ich das mit meinem Körper so wirklich lange aushalte. Also. Ist ja interessant, wenn du mit 19 schon sagst, hier der Körper meldet sich und der Rücken und so, ist ja kein gutes Signal. Du sagst, du hast keine Zeit für dein Privatleben. Sieht das denn wirklich so aus, dass du eigentlich jede freie Minute trainierst und mit dem Sport beschäftigt bist? Ja, das auf jeden Fall. Und wenn ich mal nicht trainiere, dann gucke ich mir das im Fernsehen an und so, also... Mein ganzes Leben dreht sich praktisch nur darum. Nur um diesen Bereich? Ja. Und die paar Freunde, die du hast, die sind dann wahrscheinlich auch aus dem Bereich? Oder hast du gar keine Freunde mehr? Ja, doch, ich habe welche, aber es sind, sag ich mal, zwei, die nicht aus dem Bereich sind, und der Rest, also bloß da, ja. Mhm. Hast du eine Freundin? Zwei, die haben damit, sag ich mal, nicht wirklich was am Hut, aber für die habe ich so kaum Zeit, also die sind vielleicht eine Woche mal eine halbe Stunde bei mir oder so, gar nicht. Hast du eine Freundin? Nee. Auch aus diesen Zeitgründen? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte schon mal eine. Aber die könnte damit überhaupt nicht so umgehen, dass ich das mache und so. Mhm. Die hat erstens immer Angst gehabt, dass ich mich verletze. Mhm. Und zweitens fand sie das nicht so gut, dass ich nicht zu Hause bin und so. Aber verstehe. Wie viele Kämpfe hast du denn so im Monat? Im Monat? Ja, das sind verschiedene. Also ich Wochenende sind oft so Großveranstaltungen so, sag ich mal. Mhm. Das sind so eine größeren Veranstaltungen, die in Dortmund oder so stattfinden, so in größeren Hallen so. Und in der Woche habe ich manchmal so ein, zwei Kämpfe so. Ach so, doch so oft dann. Wie viel verdienst du denn so über den Daumen im Monat mittlerweile schon durch den und mit dem Sport? Ja, im Monat bestimmt so 2.500 Euro. Ah, ja. Ich habe für jeden Kampf habe ich sogar schon mal, das war's. Größte, sage ich, für einen Kampf so auch schon 2.000, die kriege ich für einen Einzelkampf. Nicht schlecht. Und der so über 20 Minuten bloß ging auch so. Ja, Marc, aber jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wenn du mit 19 Jahren schon das Gefühl hast, dass du gesundheitlich angeschlagen bist und du eigentlich so unzufrieden oder gar unglücklich bist mit deinem Leben, hat das ja eigentlich keine Zukunft, die ganze Sache weiter durchzuziehen. Dann kann es ja eigentlich nur seelisch mit dir bergab gehen. Na, das stimmt, ja. Ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, aber wenn ich jetzt aufhören würde, dann überlege ich mir, was ist denn mit mir da so? Also. Ja, ich meine, du bist, insofern ist dein Alter noch von Vorteil, dass du noch einen Schulabschluss nachholen kannst. Du müsstest natürlich komplett dein Leben umbauen. Ja. Hast du denn zumindest einen Hauptschulabschluss oder auch nicht? Nee, auch nicht. Das heißt, du musst wirklich ganz von ganz unten anfangen. Ja, müsste ich dann, wenn ich aufhöre, auf jeden Fall. Das heißt, da würde eine
ganze Menge Arbeit vor dir liegen. Ja. Mhm. Lebst du im Moment noch bei deinen Eltern oder hast du eine eigene Bude? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Also. Ja. Mhm. Wo ich ja auch fast nie bin. Also. Mhm. Also. Ich wundere mich, dass du überhaupt Zeit hast, unsere Sendung zu verfolgen. Ja, naja, aber morgen habe ich nichts, gar nichts. Mhm. Also, was heißt gar nichts? Ich gehe ins Fitnessstudio, ja, aber morgen habe ich so jetzt mit dem Wrestling, sag ich mal, nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist natürlich guter Rat von jemandem, der sich in der Szenerie nicht auskennt, schwierig. Aber so rein vom gesunden Menschenverstand her, aufgrund dessen, was du gesagt hast, würde ich da schon in Gedanken mich schon damit beschäftigen, dass ich mich verabschiede von der ganzen Sache und mir alternative Pläne überlegen. Du musst einen Abschluss haben und das wäre das Optimale, dann auch in der Lehre irgendwie machen. Ja. Hast du da so... Ja, ich habe öfter schon drüber nachgedacht, aber irgendwie, das ist, ja, wie soll ich das sagen? Ja, ist natürlich schwierig, ist mir klar. Ja. Auch verlockend, jetzt einfach weiterzumachen. Aber was nutzt es, wenn du in 2-3 Jahren krank bist, körperlich krank bist und vielleicht seelisch komplett unten hängst? Das ist es ja auch nicht. Ja, das nützt ja auch nichts. Ja, aber das wird, wenn ich ehrlich bin, sag ich mal, würde das so kommen. Also lange würde ich das nicht mehr durchhalten. Ja. Und ich habe ja auch, wie ich gesagt habe, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Mhm. Und habe mir auch viel Material, so Zeitungen und alles, gibt es ja davon auch. Mhm. Von der von Amerika und so. Und da haben auch wirklich viele schon, haben dann familiäre Probleme gekriegt und Drogenprobleme, weil sie nicht mehr klar kamen. So. Ja, genau. Ja, ja. Ich würde dir gerne anbieten, dass wir dir vielleicht zumindest so eine kleine Beratung noch jetzt nach der Sendung, jetzt nach dem Gespräch anbieten, ja. Was du so eventuell tun könntest, was du welche Richtung du dich entwickeln könntest und wie du dich am besten informierst und so weiter. Dann würden wir dich nochmal anrufen, Marc. Ja, das könnten wir machen. Ja. Alles klar. Also ich würde wirklich sagen, sei vorsichtig und das sind alles Warnsignale, die nimm bloß ernst. Sehr wichtig. Ja. Ja. Lieber Marc, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und du mach weiter so. Danke sehr. Sehr nett von dir. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben unser Thema aufgrund der komplizierten Situation heute Nacht verschoben auf die Zeit nach der Sommerpause. Diese Sendung ist heute wieder offen für alle eure Themen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Wir versuchen, diese Sendung live hinzukriegen, obwohl unser Computer abgeschmiert ist. Ihr könnt natürlich auch mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt unbedingt eure Telefonnummer in die Mail rein. So, jetzt muss ich meine Regie fragen, ob wir einen nächsten Anrufer haben. Denn das muss alles jetzt von Hand gestrickt werden im Hintergrund. Latifa 21 höre ich gerade, ist da. Genau. Hallo. Latifa, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Ich habe es erwähnt, ich habe abgetrieben. Mhm. Vor 2 Jahren war meine erste Abtreibung. Mhm. Also das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Mhm. Ich selber wollte das Kind behalten. Mhm. Zumal ich wirklich sagen kann oder will, ich bin ein sehr lebensfreudiger Mensch. Ja. Eigentlich habe ich mir wirklich jeden Tag genossen und gelebt. Ich lache für mein Leben gern, ja. Auch wenn ich Probleme hatte. Wer hat dich denn dazu gedrängt, das zu tun? Mein Freund. Dein Freund. Also Warum er wollte es nicht, behalten. Wie lange wart ihr damals zusammen, als du schwanger wurdest? 8 Monate. 8 Monate erst? Ja. Wieso ist es zu der Schwangerschaft gekommen? Er hat getrunken damals. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum oder wieso. Es ist einfach irgendwie... Also du hast nicht verhütet? Genau. Das war auch das erste Mal, dass ich mit ihm damals geschlafen habe. Ach so, das erste Mal? Genau. Ach so. Und er hat auch nicht verhütet? Nein. Und ihr habt nicht drüber gesprochen, hier Verhütung? Er war besoffen, ich war besoffen. Oder er war alkoholisiert, ich war alkoholisiert. Und dann ist es gleich beim ersten Mal passiert? Genau. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich es irgendwie nicht gemerkt. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass ich schwanger wurde. Mhm. Habe ich mir eigentlich auch nicht direkt in den Sinn geworfen. Mhm. Ähm,
zwei Monaten habe ich es immer noch nicht gemerkt, weil zwischendurch auch meine Blutungen ausgefallen sind, ja. Also vor der Schwangerschaft auch. Ich habe das dann gemerkt, wo ich dann wirklich angefangen habe, auch richtig zu essen, oder wie ich gemerkt habe, bei mir ist entstanden ein Bauch, weil ich relativ dünn bin. Mhm. Ja, ich habe mich eigentlich, obwohl ich weiß, ich wurde mit dem Problem konfrontiert, das heißt, ich selber habe mir Gedanken gemacht, familiär, ich bin vom Glauben her Moslem, das heißt, meine Eltern werden nicht zu mir stehen, meine Familie nicht. Mhm. Es ist eher gesagt eine Schande. Mhm. Habe ich mich eigentlich wirklich darum, ich habe mich gefreut, insofern so viel gefreut, dass ich wirklich abends meinen Bauch eingecremt habe. Also dennoch, obwohl du so viele Schwierigkeiten zu erwarten waren, hast du dich gefreut, dass du, dass du ein Kind bekommst. Ich habe wirklich gedacht, notfalls, wenn es rauskommen würde, würde ich wirklich ausziehen. Ich habe mir echt vorgenommen, eine andere Stadt, mein Leben. Hast du ihm denn das deinem Freund sofort gesagt oder hast du es verheimlicht, bei ihm auch? Nein, ich habe es ihm sofort gesagt. Und ja, war seine sofortige Reaktion, dass er gesagt hat, ich will es nicht? Das war direkt auch die Reaktion, ja. Mhm. Auf jeden Fall die Reaktion da. Er ist auch mit mir beim Arzt gewesen, auch bei der Ärztin. Und war er mit? Hat wirklich alles mit zugesehen. Und mhm. Ich frage dich immer so ein bisschen, weil die Leitung nicht so gut ist und ich einige Sachen nicht richtig verstehe. Also er ist mit zur Ärztin gegangen. Genau, mhm. genau. War mit bei der Ärztin. Damals hatte er auch eine finanzielle Krise, er war selbstständig. Mhm. Und war er viel älter oder ist er viel älter als du? Nein, 5 Jahre Unterschied zwischen mir und ihm. Naja, immerhin. Mhm. Also so, und dann ist der Druck gewachsen, dass er gesagt hat, nein, definitiv, ich will das Kind nicht, treib es ab. Genau. Also so hat er es gesagt. Er sagte wirklich, entweder ich oder das Kind. Hm. Und er sagte mir, ich nenne jetzt nur ein leichtes Beispiel, er sagte zu mir, selbst wenn ich das Kind mit dir auf der Straße sehen würde, ich würde es nicht begrüßen oder als mein Kind anerkennen. Hm. So, warum war er so drauf? Er hatte Angst, das war wirklich, also er ist wirklich ein... Vor wem hat er Angst? Er hatte Angst vor der Schande, dass es wirklich bei uns ein uneheliches Kind ist. Also er kommt auch aus einer muslimischen Familie. Genau, mhm. genau. Mhm. Der ist wirklich auch mein Landsmann. Mhm. Und er wollte damit nicht konfrontiert werden. Und mhm. Er sagte, wir können heiraten und so fort. Und, aber ich habe die finanziellen Mittel nicht. Und er war wirklich so ein Tagträumer. Er hat noch mhm. geträumt, ich will das und das erreichen. Und ich will noch vieles oder ein Haus oder sonst viel. Also ich habe mir wirklich manchmal gedacht, er wäre 15, 20. So, dann hast du dich schweren Herzens dazu durchgerungen, die Abtreibung vornehmen zu lassen. Genau. Wusste damals außer deinem Freund noch irgendjemand davon? Nein. Also klar, es wusste meine kleine Schwester davon. Mhm. Ihr habe ich es dann vertraut. Sie selber ist eigentlich auch, also ich heute bereue ich das, dass ich es ihr gesagt habe, weil damals wirklich, sie war 13, mhm. Psychisch belastbar. Mhm. Und ich wollte sie eigentlich gar nicht damit befassen. Aber ich hatte wirklich niemanden an meiner Seite vertrauen. Wie hast du dich denn dann danach gefühlt, nachdem es passiert war? Wie habe ich mich gefühlt? Ich mich eigentlich. Bitte? Noch die Ultra, wie ich mich heute noch fühle. Wie fühlst du dich heute? Ich habe hier Hörsmin. Ja. Ja, ich habe heute zum Beispiel noch die Ultraschallbilder auf dem Handy, die ich mir tagtäglich anschaue. Oder wenn ich irgendwie nicht bei Gedanken bin, wirklich dann jeden zweiten Tag. Ja. Also du hast dich danach so schlecht gefühlt, wie du dich heute noch schlecht fühlst. Ja. Mhm. Ja, ich kann's nicht vergessen. Mhm. Ich habe einen kleinen Bruder, er hat mich aufgebaut. Mhm. Er hat mich wirklich aufgebaut. Und das heißt, ich sehe ihn, oder wenn er runterfällt, ich nenne ihn nicht mehr Bruder oder mein Sohn, weil ich wirklich dieses Bezug zu ihm habe. Das verstehe ich jetzt nicht. Ein kleiner Bruder hat dich aufgebaut? Genau. Dein kleiner Bruder? Mein kleiner 4-jähriger Bruder, in dem Sinne aufgebaut, dass ich ihn wenigstens habe. Ach so, ich verstehe. Mhm. Dass ich ihn habe, das heißt wirklich, wenn irgendwas ist oder mhm. ich weine, er fragt mich, warum weinst du oder umarmt mhm. mich oder ich liebe dich. Mhm. Und, dann berührend. Ich merke schon ein, ja. Wie alt wäre mein Kind jetzt oder mein Kind würde jetzt Mama sagen. Ja. Ist denn dann dein Freund bei dir geblieben? Ja, aber dadurch habe ich mich verändert. Ich habe mich richtig verändert. Das bist du heute noch mit ihm zusammen? Heute, ja. Du bist heute immer noch mit ihm zusammen? 2 Jahre danach. Ich habe mich verändert ihm gegenüber. Also ich muss wirklich sagen, ich liebe ihn über alles. Aber mittlerweile ist es auch, wenn ich darüber nachdenke, einen Fehler, ist es mittlerweile diese Hassliebe, diese Enttäuschung. Mhm. Das heißt, man verspricht sich wirklich so viel, wenn man in dem Moment verliebt ist oder wenn man miteinander schläft. Oder aber wenn es im Endeffekt hart auf hart kommt, dann zieht man sich zurück.
Das heißt, da ist schon ein großes Liebesgefühl deinerseits zu deinem Freund. Ja. Aber da ist auch ein Schatten. Genau. Und der Schatten ist letztendlich die Tatsache, dass er dich vor die Alternative gestellt hat, entweder genau. Das Kind oder ich, und dass er dich zu etwas gezwungen hat, was so wieder deiner Überlegung und deinem Gefühl war. Genau, ich wollte das auch nicht, also, wo ich damals auch in der Klinik war. Ich bin auch zweimal rausgegangen und wollte das nicht. Und ich weiß. Redet ihr denn jetzt ab und zu noch darüber oder ist das Tabu? Das ist, also für ihn ist das Thema, es ist wirklich so Schnee von gestern. Mhm. Er hat dieses Gefühl nicht, was ich habe. Du hast mich jetzt heute angerufen. Warum? Bitte? Ich sag, du hast mich ja jetzt heute angerufen. Genau. Mit welcher konkreten Fragestellung oder wie könntest du ich damit umgehen kann? Also ich war auch bei meiner Ärztin. Mhm. Sie sagt zu mir therapeutische Hilfe. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich viel davon halten soll. Mhm. Zumal ich wirklich ein Mensch bin, der nachdenkt. Das heißt, ich glaube, wenn du nach 2 Jahren noch so sehr leidest darunter, zeigt das ja, und es zeigt mir auch, wie sehr schwer verletzt dich dieser Vorfall hat, seelisch verletzt hat, finde ich. Kommt da jemand? Nochmal bitte. Ich habe gesagt, wenn du nach 2 Jahren noch so sehr darunter leidest, ja, zeigt mir das, wie schwer dich das verletzt hat. Das ist so. Ich kann keine kleinen Kinder sehen, ich kann auch keine schwangere Frau sehen. Mhm. Insofern finde ich den Vorschlag deiner Ärztin durchaus richtig, dass du dir professionelle Hilfe suchst, dass du mit jemandem Neutralen, einem Therapeuten, darüber sprichst, wie du dieses verwinden kannst und verarbeiten kannst, bis hin auch zur Klärung deiner Beziehung. Denn ich glaube, da liegt auch einiges im Argen. Genau. Also ich würde dir gerne vielleicht einen Ansprechpartner von meinem Psychologen geben lassen, wenn du das möchtest, in deiner Umgebung. Ja. Ja? Gerne. Ich merke jetzt, du bist ein bisschen abgelenkt, ne? Ist jemand da gekommen oder kannst du nicht mehr so sprechen? Doch, ich kann sprechen. Ich bin jetzt wirklich wieder in dieser Phase, wo ich dann wirklich wieder zurückdenke und ich mir denke, wenn ich jetzt, also das war wirklich für mich eine Wunde, die meins war. Das heißt, ich wirklich, wenn ich geweint habe, und ich weine nicht jeden Tag, aber wenn ich weine, weiß ich, es ist etwas, was mir gehört. Es ist etwas, was mir niemand wegnehmen kann. Das heißt, diesen Schmerz, den verspüre ich jetzt. Ich habe wirklich so Sorgen ohne Ende. Aber weißt du, Latifa, ich finde es auch ganz schlimm, dass irgendjemand anders, ein Mann oder eine Familie oder wer auch immer, eine junge Frau oder eine Frau dazu zwingt abzutreiben, das finde ich ganz schlimm. Ich sag mir, wenn ich heute zurückdenke, ist es mein Fehler. Ja, aber du warst ja wahrscheinlich in der Situation auch sehr unsicher und du hättest auch Angst und warst nicht erfahren. Insofern kann ich schon verstehen, dass du dich da so rein hast drängen lassen. Heute denkst du anders über die Sache, das ist mir schon klar. Heute ich wünschte, wenn mir wirklich jemand sagen würde, Latifa, was wird zurückgängig? Was kannst du zurück, oder was wünschst du dir? Wirklich die 2 Jahre zurück und dann den Tag der Abtreibung. Das glaube ich, das nehme ich dir wirklich voll ab, ja. Deswegen ist das ein sehr schlimmes Verhalten deiner Umgebung, dass man dir das angetan hat. Ja. So. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich, also auch ihm gegenüber, ich weiß nicht, er redet mir, oder manchmal sagt er zu mir, Schatz, irgendwann Kinder gesund und Familie. Und ich wiege die Worte mittlerweile nicht mehr. Das heißt wirklich, ich weiß, okay, ich bin mittlerweile 21, ich kann wirklich mittlerweile selber auf mich aufpassen. Das heißt, ich habe diesen Gedanken nicht vor 2 Jahren oder diese Angst. Weißt du, was mich wundert? Dass du nach diesem Vorfall mit deinem Freund zusammengeblieben bist. Ich glaube, Gewohnheit. Das ist wirklich nicht, das ist... Wenn ich mich in dich hineinversetze, würde ich hätte, glaube ich, ich wäre so blockiert gegenüber diesem Mann gewesen, dass ich gar nichts mehr gekonnt hätte. Also es ist nur die Gewohnheit da. Es ist wirklich das, was uns zusammengeschweißt hat. Klar, okay, das hat mich wieder wachgerüttelt, oder dieses Problem. Aber er war sehr oft für mich da, weil ich habe auch wirklich viel familiäre Probleme gehabt mit meinen Eltern und Geschwistern. Er war viel für mich da. Ich war auch für ihn da. Ja. Und das ist wirklich nur die Gewohnheit. Also. Wir werden dir jetzt mal, das heißt, mein Psychologe wird dir einige Adressen an die Hand geben und dich auch noch ein bisschen eingehender beraten, wie das mit so einer Therapie oder einer therapeutischen Behandlung aussieht. Ja? Dann legst du bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an.
Okay. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Latifa. Danke. Tschüss. Bis dann. So, liebe Leute, diese Woche Donnerstag ist unsere letzte Themennacht. Und wir wollen gerne diese Woche Donnerstag, also übermorgen, genau das machen, was wir voriges Jahr vor der Sommerpause auch gemacht haben als letztes Thema. Nämlich, ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Vielleicht vor ein paar Wochen, aber auch vielleicht vor vielen, vielen, vielen Jahren. Was ist aus eurer Geschichte geworden? Wie geht es euch heute? Ich würde sehr gerne mit euch weitersprechen und eben erfahren, wie sich die Dinge so entwickelt haben. Wenn ihr gerne auch nochmal mit mir sprechen wollt und eure Geschichte weitererzählen wollt, vielleicht sind ja viele Dinge geschehen, die gar nicht zu erwarten waren, dann meldet euch doch bei uns. Meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft ganz einfach an, auf jeden Fall am Donnerstag. Das ist unser Thema. Ich würde gerne Donnerstag nochmal mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Jetzt höre ich gerade, geht es weiter mit Tobias. Und Tobias ist 27 Jahre, stimmt das? Richtig. Tobias, schön, dass du da bist. Hallo, schön. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe das letzte Mal schon das Thema mitgekriegt hier. Es geht um Eitelkeit, also bei mir. Mhm. Das hatten wir vorige Woche, genau. Ehrgeiz und Eitelkeit, ja. Genau, ich bin da nur leider nicht so durchgekommen. Mhm. Und ich stufe mich auch in diese Kategorie rein. Ein eitler Mann. Sehr extrem eigentlich. Extrem eitel. Warum extrem eitel? Beschreib's mal. Also, das fängt bei mir echt schon an. Also früh, gut, das ist noch im humanen Bereich, wo ich sage, halbe, dreiviertel Stunde im Bad. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Party gehe oder irgendwie mich mit Leuten treffe oder so, also dann bin ich schon mal gut fast 2 Stunden im Bad beschäftigt. Ist das wahr? Was macht denn ein junger Mann wie du 2 Stunden im Bad? Naja, es geht erstmal los, dass 1,10 Meter Beine rasiert werden müssen. Ach, die werden rasiert? Und ja, eigentlich bis zum Kopf alles, kann man sagen. Alles, der ganze Körper ist haarlos. So gut wie, ja. Warum? Also ich bin da auch so wie damals der Anrufer mit meinen Händen und so, also ich bin da ganz extrem. Achso, auf den Händen, wenn auf den Händen ein paar Härchen sind, die müssen auch weg. Schlimm, ja. Schlimm. Muss weg. Das erregt geradezu Ekel bei dir, wenn du Haare auf den Händen bei Menschen siehst. Nein. Ich muss sagen, ich bin schwul und ja. Mein Partner ist wieder das komplette Gegenteil von mir. Also das ist eher so das Bärchen, wie ich ihn immer nenne. Und also der ist ganz behaart. Das mag ich zum Beispiel sehr an. Ach, na, das ist ja verrückt. Und du selbst rasierst dich komplett? Komplett, ja. Also ich selber mag es an mir gar nicht. Ich kann aber nicht genau sagen, warum. Kannst du es nicht erklären. Aber die Augenbrauen, die stehen natürlich noch. Die sind, ja. Und die Kopfhaare auch ganz wegrasiert? Bitte? Kopfhaare auch ganz wegrasiert? Nee, die sind auch da. Die sind auch noch da. Also ein bisschen was zum Stylen muss ja schon da sein. Verstehe. Also, es muss rasiert werden. Okay, das bist du denn ein Typ, der zur starken Behaarung neigt? Beine ja, Oberkörper so weniger. Aber das ist dann schon eine gewisse Arbeit, das alles so schön glatt zu kriegen. Ja. Also ja. Ich gehe meistens auch mit Epilierer schon dran oder mit Wachs, dass ich wirklich mal 3-4 Wochen Ruhe habe, weil es ist schon sehr anstrengend, da immer zu rasieren. Okay, wir waren also bei der Beinrasur, um auf die 2 Stunden zu kommen. Mhm. Was passiert dann? Ja, na dann, wie gesagt, dann kuller ich erstmal so ein bisschen in der Wanne rum und da ein bisschen. Und wenn ich dann fertig bin, geht es dann meistens schon an die Haare. Mhm. Und bis das richtig sitzt, sind auch mindestens 20 Minuten rum. Also da stört mich wirklich das dritte Haar an der Stirn, wenn das nicht richtig liegt. Hast du lange Haare? Es geht. Mittellang. So, ja. Wie stylst du deine Haare? Unterschiedlich, jedes Mal anders. Also mit Gel und... Ja, Gel, Haarlack nochmal richtig drauf, ja. Und dann föhnen und... Ja. Es muss halt richtig stockesteif sein und richtig pieksen, wenn man drauf fällt. Wie unerotisch für deinen Freund. Mag der das? Also wenn wir auf Party gehen, dann hat mir keiner auf den Kopf rumzumehren und auch nicht er. Da wäre es ganz kreblich, aber danach geht das auch alles gleich wieder raus und er selber sagt ja auch, dass es so immer ganz schnieke aussieht. Mag der denn deinen absolut nackten Körper? Also ja. Das mag er wiederum. Ja, also ja. Er steht da voll drauf. Verstehe. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe dadurch eigentlich erst angefangen, weil ich nebenbei noch Travestie-Show mache. Und ach so, ja gut, da bist du natürlich ein bisschen... Da muss das versiert in solchen Sachen. Perfekter sein, alles. So, die Haare. Badewanne, also erst rasieren der Beine, Badewanne, Haare. Was noch? Dann
geht's ans Gesicht. Also ich schminke auch, also ich sag ganz dezent nur, es ist jetzt nicht mit Lidschatten oder sowas, aber ein bisschen Kajal ist ein bisschen drin und ein bisschen Puder und ein bisschen Camouflage und ja, die Pickelchen müssen weg sein oder wie auch immer. Ich möchte mal so ein kleines Puppengesicht, wie man immer so sagt, also makellos rein und dann haut das hin. Da habe ich keine Ahnung von, aber kann mir vorstellen, das kriege ich ja bei den Mädels mit, dass das schon dann eine ganze Weile dauert, wenn man oder wenn Frau sich schminkt. Auf jeden Fall. Es kann sich schon hinziehen. So, und dann sind die... Wie? Bitte? Ja, erzähl. Es kommt natürlich auch drauf an, was ich jetzt anhabe, zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Muskelshirt gehe oder so, dann rutscht natürlich auch mal noch ein bisschen Make-up mit über die Arme, ne? Dass man da nichts sieht. Lieber Himmel, Tobias. Ja. Ich hab's ja während der Sendung schon gesagt, oder öfters gefragt, ist das männlich? Ich antworte nein. Du siehst es wahrscheinlich anders, oder? Nee, du siehst es vielleicht auch nicht anders, weil du selbst findest ja andere Typen auch eher männlicher, ne? Oder findest du das, wenn du einen Typ siehst, der sich so stylt wie du, findest du das männlich? Nee. Nee. Warum machst du es dann bei dir? Es hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Also ich sag mal, ich bin jetzt mit meinem Partner 2,5 Jahre zusammen, was ich extrem lange finde für eine schwule Beziehung mittlerweile. Und klar ist dann irgendwo auch die Rollenverteilung da. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen sehr Klischee, ne? Ja, er ist natürlich der Mann und ich bin halt das Püppchen dann. Und wie gesagt, mir selber an anderen gefällt es nicht unbedingt. Klar, wenn einer gut aussieht. Also ich finde das schon toll, wenn einer Wert aufs Äußere legt. Wie ist das denn bei dir? Darüber haben wir vorige Woche ja auch gesprochen. Kannst du denn so ganz normal, wie du gerade aufgestanden bist, vielleicht ein bisschen durchs Gesicht gewaschen hast und die Zähne geputzt hast, an Müll gehen oder geht das auch nicht? Dadurch der Müll nur 2 Meter gegenüber ist, geht das noch, aber... Na gut, eben auf die Straße, weil ich Brötchen also holen oder so. Wenn ich in die Kaufhalle gehe oder so, also mindestens einmal geduscht und Haare gewaschen und gestylt muss schon sein. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das muss ich schon machen. Bundeswehr warst du nicht? Nee. Wieso muss man da lange überlegen, ob man war oder nicht war? Habe ich jetzt einen wunden Punkt berührt oder was ist da los? Nö, eigentlich nicht so, aber ich kann auch nicht genau sagen, an was das jetzt so liegt. Nee, ich wollte halt fragen, wenn du beim Bund gewesen wärst, ist das natürlich schwierig, sowas dann durchzuziehen. Obwohl heutzutage, ich weiß es nicht, vielleicht geht das heutzutage auch da mittlerweile. Beim Bund, naja gut, keine Ahnung, wie die da so sind. Also ich war wahrscheinlich der eine der wenigen, der das Glück hatte, weder Zivi noch Bund machen zu müssen. Ja, da gibt es mittlerweile viele. Ich glaube, ich wäre beim Bund mehr auf die Männer fixiert als auf mich. Keine Ahnung, kann ich das so nicht sagen. Wie ist denn so dein Umfeld? Eltern, Verwandte, wie gehen die damit um, dass du dich so extrem aufbrezelst? Elternmäßig muss ich sagen, meine Mutter ist leider vor 2 Jahren erblindet durch einen Unfall. Dadurch bin ich auch wieder zu Hause. Also ich bin auch Krankenpfleger vom Beruf, habe jetzt auch die Pflege übernommen, weil ich auch im Rollstuhl sitze. Wo sie sagt, das ist eigentlich mehr oder weniger der einzigste Luxus, den ich mir noch so gönne. Mein Vater, den lässt relativ kalt, sage ich mal. Dem ist das wurscht. Den ist das wurscht, das ist halt mein Leben. Und meine Freunde, ich habe sehr, sehr viele davon. Die kennen dich wahrscheinlich gar nicht anders. Die kennen es nicht anders, genauso ist es. Wie ist es denn, du bist Krankenpfleger vom Beruf? Ja. Das ist ja nun ein sehr harter Beruf. Ja. Gehst du da auch so gestylt zur Arbeit? Also Haare schon, also geschminkt jetzt nicht. Das mache ich dann, wie gesagt, nur partymäßig. Aber also es wird bei mir kaum einen Tag geben, wo ich mal nicht ohne gemachte Haare aus dem Haus gehe. Und wenn ich wirklich richtig faul bin, dann bin ich krank und dann setze ich ein Basecap auf oder irgendwas. Die kannst du aber nicht bei der Arbeit tragen. Nee, das geht natürlich nicht. Deswegen muss ich die Haare schon immer machen. Gehört zur Eitelkeit auch, dass du ins Fitnessstudio gehst? Nein, das leider nicht. Also ich habe immer noch Sport ist Mord. Also. Aber ich sage, durch meine Patienten habe ich genug Fitness. Ja, stimmt, da hast du allerdings recht. Das ist natürlich ein sehr anstrengender Beruf, auch körperlich. Geht die Eitelkeit jetzt über dieses äußerliche Styling, über das wir jetzt ausführlich gesprochen haben, noch hinaus in andere Bereiche irgendwie rein?
Eigentlich, na gut, klamottenmäßig schon. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Gucci-Husche oder sowas, so ist es nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ich gehe schon nach der Mode, sagen wir es mal so. Das heißt, ich gehe da mal davon aus, dass du auch eine ganze Menge Kohle eben für Mode und für Kosmetika und diesen ganzen Schnickschnack ausgibst. Also das meiste für Kosmetik. Also für Kosmetik. Im Monat bestimmt zwischen 150 und 200 Euro. Boah, ja. Das ist natürlich viel Kohle. Also ich bin auch ein Typ, wenn ich jetzt, da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich in der Werbung irgendwo eine neue Creme sehe oder irgendwas, die muss ich haben. Musst du ausprobieren. Ja. Wie wird also das weitergehen? An die Faltencreme noch nicht. Ja, das dauert nicht mehr lange, Tobias. Das dauert nicht. Die ersten Falten kommen mit 30 spätestens. Nee, da sage ich, es ist die Natur. Ach so. Klingt total widersprüchlich, ich weiß. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, du würdest auch nie zum Schönheitschirurgen gehen? Nö. Ach. Also irgendwo ein kleines, weiß ich, kleines Lifting oder die Nase machen oder. Nee, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Dafür wäre mir das Geld zu schade. Ah ja, vielleicht. Ich bin guter Dinge, dass du vielleicht in 20 Jahren noch ein richtiger Naturbursche wirst. Ich rufe in 20 Jahren nochmal ein. Ja, genau. Ja, ein alter Mann, aber der sich das irgendwie so in seinem Leben hin arrangiert hat und alle akzeptieren es, und dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Aber noch eine Frage, du hast gerade gesagt, dass du Travestie-Shows machst. Ja. Das befriedigt natürlich auch eine gewisse Eitelkeit, wenn man auf der Bühne steht und sich präsentiert vor anderen Leuten. Ja, ne? Also ich mache es ja für Geburtstage und Hochzeiten, also ich wäre ja privat gebucht, also ich habe jetzt nicht irgendwo eine Bühne oder sowas. Ja. Beziehungsweise auch für Diskotheken, die rufen dann halt an, oder die Christopher Street Days, die jetzt aussehen, da bin ich genauso unterwegs. Ah ja. Mhm. Und gut, ich vergleiche das jetzt nicht so mit Travestie, ich bin dann eher diese Drag Queen, wie man es bei uns so in der Szene nennt. Mhm. Und ist dann natürlich schon das Extreme. Also da brauche ich dann auch nicht nur 2 Stunden, das dauert dann schon wirklich sehr lange. Ne? Bis vielleicht dann 5 Schichten im Gesicht sind. 5 bis 6 Stunden? Und also ich sag mal jetzt so Pi mal Daumen, ich fange meistens schon zu Hause an, bevor ich losgehe, mit Fingernägeln ankleben und so ein Kram. Ja. Und wenn ich das zusammenrechne, komme ich bestimmt so auf 4 Stunden, ja. Na gut, das ist natürlich dann auch eine Showverkleidung. Ja. Und das ist dann ein ganz anderes Thema. Das muss dann ja auch wahrscheinlich sein, um dich genau so hinzukriegen, wie du die Rolle gerne möchtest. Ne? Richtig, ja. Tobias, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Auch. Und kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, solltet ihr euch wundern, dass wir heute nicht unser Thema machen. Wir haben leider große technische Probleme, aber Lob an meine Kollegen im Hintergrund, die rödeln wie die Verrückten, und die schaffen das auch, wie wir gerade merken. Wir haben ja schon 38 Minuten Sendung jetzt tapfer hier hinbekommen. Es ist eine offene Sendung. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch ganz einfach 0800 220 50 50. Ihr könnt natürlich auch mailen, domian@wdr.de. Dieses ist übrigens die letzte Woche vor unserer Sommerpause. Dann gehen wir in die Sommerpause. Und Donnerstag, übermorgen, haben wir das Thema, ja, das Thema heißt, ich möchte gerne nochmal mit euch sprechen. Nämlich mit einigen Leuten von euch, mit denen ich schon mal irgendwann gesprochen habe, die etwas sehr Interessantes oder auch Bewegendes erzählt haben. Und ich frage euch, wie ging es weiter? Wenn ihr mir gerne erzählen wollt, wie es weiter ging, dann ist das eine tolle Gelegenheit diese Woche Donnerstag. Jetzt habe ich gerade auf meinen Kopfhörer gesagt bekommen von meiner Redakteurin, der Katrin, dass Peter 27 da ist. Stimmt das? So ist es. Peter 27. Und im Hintergrund ist auch noch eine Frau. Ja, das ist meine Freundin, die auch 24 Jahre alt ist und wie, Petra heißt. Die heißt Peter und Petra. Ganz genau, so ist es. Das ist ja lustig. Ja. Ist das Zufall? Ja, das ist Zufall. Also ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, das ist ja perfekt. Aber reden wir erstmal mit, kann ich mit euch beiden gleichzeitig reden, oder musst du den Hörer ihr geben? Ja, also das ist das Problem. Also sie will jetzt nichts dazu jetzt erstmal sagen. Ich bin im Schlafzimmer, sie ist im Wohnzimmer. Und von okay, daher. Okay. Im Wohnzimmer, und sie verfolgt unsere Sendung. So ist es. Hallo Petra, schön, dass du uns zuguckst. Ich kann dich nicht sehen. Peter, um was geht's denn? Weswegen habt ihr euch oder du dich hier gemeldet? Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich einfach das Gefühl habe in letzter Zeit, dass mein Suchtverhalten massiv zugenommen hat. Mhm. Ich habe das erste Mal im Jahr 2000 Koks genommen und dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr. Anschließend ging es dann weiter mal ab und an mal mit Speed, immer mal phasenweise, wo man so 2 bis 4, 5 Monate
am Wochenende was konsumiert hat und jetzt doch wieder auf Koks umgestiegen ist. Ja. Und jetzt doch in letzter Zeit, also in den letzten 2, 3, 4 Wochen doch massiv zugenommen hat. Ja, also nicht mehr am Wochenende, sondern wirklich auch wochentagsüber. Heute auch. So ist das. Heute auch. Hallo? Heute auch. Heute auch. Ja. Heute auch, ja. Das heißt, bist du im Moment auf Koks? Ein bisschen? Ja, also ich habe mal vor ein paar Stunden was genommen, ist nichts mehr da. Also ja. Von daher. Wie viel konsumierst du denn so jetzt in den letzten Wochen pro Tag? Ja, pro Tag denke ich mal, pro Person so ungefähr 0,5 bis 1 Gramm am Tag. Du sagst pro Person, dann gehe ich davon aus, dass Petra mitmacht. So ist es, ganz genau. Also ihr guckst, ihr seid ein Paar und guckst beide. So ist es, ja. Habt ihr, was macht ihr beruflich? Ja, ich bin in der Unternehmensberatung tätig und sie ist Humanmedizinerin abgeschlossen und promoviert jetzt auch. Das heißt, Unternehmensberatung, da verdienst du auch genügend Geld, um dir oder euch das leisten zu können, denn Kokain ist ja nur teuer. Ja, es ist schon recht teuer, ganz genau. Also in letzter Zeit, wie gesagt, hat es ein bisschen zugenommen, von daher nehme ich an, mein Kontostand wird in den nächsten, also beziehungsweise diesen Monat, wenn es über Kreditkarte abgerechnet wird, dann eher übernächsten Monat dann etwas drunter leiden, ja. Aber das ist alles noch möglich und du kannst auch deinen Job wahrscheinlich mit diesem Koks-Konsum, wie du ihn gerade beschrieben hast, auch durchziehen und durchführen. Ja, wir sind immer ein bisschen knapp bei Kasse, aber es passt soweit. Nee, ich meine auch so von der Präsenz und Konzentration kannst du normal arbeiten. Ja. Das geht. Definitiv, ja. Wobei es ein bisschen in letzter Zeit gelitten hat, wie gesagt, jetzt in den letzten 2,5 bis 3 Wochen ungefähr, wo es tagtäglich gewesen ist, wo ich mich auch schon mal krank gemeldet habe und wo ich dann nicht zur Arbeit gegangen bin und das über ein paar Tage hinweg. Nun geht die ganze Sache ja durchaus mit Unterbrechungen, aber schon über viele, viele Jahre. Ja. Nämlich fast 8 Jahre, ne? Wenn du sagst, im Jahr 2000 fing das an und es... Ja. Gipfelt im Moment in einer sehr intensiven oder heftigen Phase. So ist es, ja. Es hängt halt einfach damit zusammen, dass, wie gesagt, meine Freundin promoviert und ich nebenbei auch sowas wie eine Promotion mache, neben der Arbeit. Und es spannt halt ziemlich ein. Und da fühlt man sich einfach massivst unter Druck gesetzt. So irgendwie denke ich, dass ich auch dem Druck irgendwie auch entweichen möchte und einfach mal nichts tun möchte. Das Irre ist natürlich, dass das muss ich wahrscheinlich euch beiden gar nicht erzählen, dass das natürlich eine Scheinwelt und eine Scheinlösung ist. Dass der Druck letztendlich nicht wirklich weggenommen wird, sondern... Ganz im Gegenteil. Bitte? Ganz im Gegenteil. Er wird dann im Nachhinein noch massiver. Genau. Wenn man wieder mal vielleicht eventuell, und ich hoffe, das ist so jetzt mal wieder weit, dass man wieder mal so eine Phase hat, wo man nichts konsumiert und eben dieser Druck, der halt eben dadurch entstanden ist, dass man was konsumiert hat und eben nichts getan hat für die Promotion oder eben auch wie ich diese andere Promotionstätigkeit auch anstrebe, auch eben massiv dann wieder aufgebaut wird in der Phase, wo man mal wieder nichts nimmt. Wie fühlst du dich, oder vielleicht kannst du auch im Namen von Petra sprechen, wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr eine Weile kein Kokain konsumiert? Ja, ich glaube, dann ist das eher ein Substitut und ein Substitut, was eben mit Alkohol dann bekämpft wird. Wo wir dann abends durchaus mal ein, zwei Flaschen Weißwein oder auch Rotwein einfach mal platt machen. Finde ich eine bedenkliche Situation, Peter, was du mir da schilderst, ja, in der ihr drin hängt. Ihr seid beide informiert genug, um zu wissen, in welcher Gefahrenspirale ihr euch da bewegt. Ja. Ihr habt beide tolle Berufe, deine Freundin wird in einen tollen Beruf gehen und ihr riskiert verdammt viel. Ja. Einmal bewegt ihr euch ja immer mit einem Bein in der Illegalität. Das ist eine erstmal, das gesellschaftliche, juristische. Wobei der Konsum ja von Kokain ja nicht strafwidrig ist. Natürlich nicht, aber... Du hast mit Hehlern zu tun und du bewahrst das Zeug zu Hause auf und so weiter. Müssen wir gar nicht vertiefen. Klar. Aber was ebenso gravierend ist, ist eure Gesundheit, eure seelische Gesundheit. Ja. Kokain ist nun wirklich eine der größten Teufelsdrogen, die es gibt. Die natürlich sehr verlockend ist, weil sie den Menschen sehr ein fantastisches Selbstbild vorgaukelt. In dem Moment, wo man das konsumiert. Aber auf Dauer machst du dich kaputt, macht ihr euch kaputt. Auf Dauer werdet ihr irgendwann nicht mehr leistungsfähig sein.
Ja, wir haben das auch in letzter Zeit so gesehen, dass wir uns damit kaputt machen einfach nur. Definitiv, definitiv. Dass wir da jetzt einfach weg wollen. Ja. Ich weiß nicht, ob du, kennst du den Chansonsänger, Liedermacher Konstantin Wecker? Kennst du nicht mehr? Der war von so Namen in den, her, von Namen her, ja. Ja, der war in den 70er, 80er Jahren ein sehr großer Star. Ist er in gewissen Kreisen heute auch immer noch. Konstantin Wecker war auch über Jahre lang schwerst kokainabhängig. Ja. Und hat dann irgendwann einen radikalen Schritt gemacht und dann darüber gesprochen und auch geschrieben. Das ist erschütternd, wenn man das liest, wie diese Droge eine Psyche zersetzen kann. Und zwar ganz schleichend, das merkst du gar nicht. Man denkt immer, ich habe das im Griff, mir geht's ja noch gut und ich kann das jederzeit aufhören und ich ziehe mir nur das Gute aus der Droge heraus. Ist alles Quatsch. Ja, ist auch so. Irgendwann hat die Droge dich so sehr im Griff, dass du wirklich nur noch von ihr beherrscht wirst. Und das geht ja, nur ist auch mittlerweile so gar nicht. Weil mittlerweile ist es, am Anfang war es halt so, hat man total den Hype, ja, und ist super gewesen. Mhm. Ja. Aber mittlerweile ist es gar nicht so, sondern man ist eher ruhig und man kommt eher runter. Mhm. Ja, man ist nicht so redselig einfach nur, sondern einfach, man nimmt es einfach, ja. Schon fast zur Gewohnheit geworden. Und das glaube ich. Ich finde das ausgesprochen zusätzlich bedenklich, wenn du sagst, wenn wir mal eine Weile nicht koksen, dann nehmen wir, besaufen wir uns. Ja, ja. Also eigentlich müssten jetzt alle Alarmglocken schrillen bei euch. Okay. Auch Petra als angehende Ärztin weiß das natürlich. Also ich kann nur an euch appellieren, die Radikalkur zu starten, nämlich von heute auf morgen aufzuhören. Es gibt ja Gott sei Dank keine körperliche Abhängigkeit von Kokain, sondern nur eine seelische. So ist es, ja. Aber es gibt gar keinen anderen Weg, als das radikal zu machen. Und mal ein bisschen über das Leben nachzudenken, warum mache ich das? Was ist mit meinem Leben irgendwie nicht in Ordnung, dass ich das nötig habe? Ja, vielleicht auch ein bisschen Langeweile, ja. Also durchaus, dadurch ist das Ganze ja zustande gekommen. Einfach nur. Naja, Langeweile hat sie nicht, wenn sie im Moment eine Promotion schreibt, da ist es nicht langweilig. Ja, aber trotzdem, ja, das irgendwas danach, ja, wieder, ist ein bisschen langweilig, ja. Man geht weg, man geht arbeiten von morgens bis abends, kommt nach Hause, ist fertig und morgens, am nächsten Tag fängt der Tag genauso an. Wieder arbeiten und abends nach Hause kommen, die Promotion, Samstag, Sonntag geht natürlich auch flöten für die Promotion. Da bleibt halt nicht viel Zeit. Das ist halt irgendwo die Langeweile aber auch. Ich gehe mir davon aus, dass ihr kreative Leute genug seid, um euch irgendwas auszudenken, was sinnvoll ist. Und was auch eine Befriedigung verschafft. Ja, also eine Alternative mal finden. Ja, ich finde, dass man das Gefühl hat, ich hab jetzt was Sinnvolles getan. Mhm. Was einfach, ich bleibe bei dem Wort sinnvoll. Okay. Es geht nur, Peter, ich bin sicher, es geht nur radikal. Es geht nicht ein bisschen Kokain. Nein, gar nichts. Runter, ganz weg von dem Zeug. Okay. Ihr macht euch kaputt. Ja. Das sage ich jetzt nicht mit einer moralischen Keule, sondern ich meine es wirklich aus ganz sachlicher Überzeugung heraus. Klar. Ja, danke dafür erstmal. So, dann grüß herzlich Petra von mir direkt auch. Mach ich. Und ich wünsche euch beruflich, dass ihr gut vorankommt und vor allen Dingen, dass ihr schafft. Danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Gleichfalls. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Das ist die letzte Sendewoche vor unserer Sommerpause. Und wenn ihr gerne diese Woche noch mit mir sprechen wollt, das geht heute. 10 Minuten haben wir noch. Das geht heute, da wir heute eine freie Sendung haben. Morgen auch nochmal eine freie Themennacht. Übrigens morgen ist in vielen Zeitungen ausgedruckt, dass wir erst um 1.20 Uhr beginnen. Dem ist allerdings nicht so. Wir beginnen morgen pünktlich um 1 Uhr, sind wir morgen da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr ARD 1 Festival. So, und dann haben wir Donnerstag ja unsere Themennacht und Freitag dann nochmal eine freie Themennacht. Jetzt hat mir wieder meine Redakteurin in meinen Kopfhörer reingesagt, Silke ist hier, Silke ist 38, hallo Silke. Hallo Domina. Hallo Silke. Um was geht's bei dir? Am 5.6. abends klingelt es bei mir. Mhm. Ich habe zwei Polizisten und einen Pfarrer vor der Tür stehen.
Und die sagen mir, dass mein Mann, der Kraftfahrer ist, einen tödlichen Autounfall hatte. Am 5.6. Also vor ein paar Wochen erst. Einen tödlichen Autounfall. Ja, mein Mann ist tot. Er hat sich gewünscht, verbrannt zu werden. Heute war die Beisetzung. Silke, was ist bei diesem schlimmen Unfall passiert? Wie ist der passiert? Wie gesagt, er war berufsmäßig Kraftfahrer. Mhm. Lkw-Fahrer? Ja, Lkw-Fahrer. Mhm. Ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag losgefahren, hat sich von mir noch verabschiedet, hat gesagt, hey Silke, genieße die Tage bis Samstag. Da sollte er wiederkommen. Er wurde runter nach Österreich geschickt. Mhm. Genieße die Tage, guck dein Fernsehprogramm, denn dann geht die EM los. Mhm. Da hatte er sich sehr drauf gefreut. Mhm. Naja, und wie gesagt, Donnerstagabend stand dann Polizei und Fahrer hier vor der Tür und mussten mir sagen, dass mein Mann tot ist. Mhm. Dieser Unfall, wie ist dieser Unfall passiert? Genau kann ich es mir nicht erklären. Mein Mann war ein sehr vorausschauender Fahrer. Ich kann mir nur erklären, dass es ein Sekundenschlaf war und dass er dadurch frontal auf einen vorausschauenden Wagen aufgefahren ist. In ein Stauende rein? Er soll sofort tot gewesen sein. Hm. Ist er in ein Stauende reingefahren? Ja. Hm. Mein Mann wäre jetzt kommenden Donnerstag 49 Jahre alt geworden. Hat dein Mann einen... Heute war die... Er hat sich gewünscht, verbrannt zu werden. Hm. Moment mal. Und heute war die Beisetzung. Hm. Habt ihr Kinder? Bitte? Habt ihr Kinder? Nein, unser Baby haben wir leider verloren. Hm. Das ist aber schon 8, 9 Jahre her. Ja. Wie hast du jetzt diese letzten Tage und Wochen gelebt und verleben können überhaupt, Silke? Mit ganz großer Anteilnahme, vor allen Dingen von meinen Eltern, aber auch von vielen Freunden und Bekannten. Mhm. Dein Mann? Das ist unglaublich, aber verstehen kann ich es im Grunde immer noch nicht. Mhm. Dein Mann war sofort tot, er ist am Unfallort verstorben? Ja. Ja. Hm. Wie lange war er schon Lkw-Fahrer? Seit 99, glaube ich, so ungefähr. Aber früher auch schon mal, aber da kannte ich ihn noch nicht. Sind während durch diesen Unfall auch noch andere Menschen gestorben oder schwer verletzt worden? Nein, nein. Nein, gestorben nicht, aber die Bilder des Unfalls stehen im Internet. Hm. Man zeigt sie mir nur nicht, aber ich will sie auch nicht sehen. Hm. Aber da ist weiter sonst anderen nichts passiert. Hm. Nun hat er ja immer mit der Gefahr gelebt, wenn er immer auf der Straße war. Habt ihr irgendwann mal über diesen schlimmsten Fall mal gesprochen, dass was sehr Schlimmes passieren könnte? Nein, eigentlich nicht, weil er so ein vorausschauender Fahrer war, so ein sicherer Fahrer war. Mhm. Umso unverständlicher ist dir dieser Unfall wahrscheinlich auch. Ja, genau. Mhm. Also es kann nur, er war in den letzten Tagen sehr viel weg. Ich war sehr viel alleine, weil er, ich meine, er war mal 2, 3 Tage weg. Mhm. Andere Lkw-Fahrer sind immer mal eine Woche weg, aber normal war er früher immer jeden Tag zu Hause. Mhm. Nur in den letzten Wochen war er wirklich mal so immer 2, 3 Tage weg. Das heißt, er hat schon sehr viel gearbeitet. Ja. Mhm. Und vielleicht, dass er dadurch erschöpfter, ja, müde war. Mhm. Ja, wenn er nach Hause kam, hat er was gegessen. Mhm. Hat ein paar Stunden geschlafen und dann musste er schon wieder los. Wie lange wart ihr verheiratet, Silke? Wir sind seit 95 verheiratet gewesen. 95. Wir haben uns seit 89 gekannt. Hm.
ich höre, da, wie du sprichst, dass du ihn sehr geliebt hast. Ja. Mhm. Das war... Nun war heute die Beerdigung. Bitte? Heute war die Beerdigung, die Trauerfeier. Ja, heute war die Beisetzung. Die wie gesagt, er hat sich gewünscht, verbrannt zu werden und es war... Mhm. Wie? Es war ein Horror. Das war der Horror heute. Hm. Die Trauerfeier war schon vor einiger Zeit. Hm. Das ging. Muss allerdings sagen, dass ich Medikamente nehme, unter ärztlicher Aufsicht allerdings. Das ist auch absolut in Ordnung in einer solchen extremen Situation. Ja, aber heute, das war... Wie hast du das heute empfunden? Du hast heute die Urne gesehen. Oh Gott, ja. Mhm. Mhm. Das kann man nicht verstehen. Nein, man kann es nicht verstehen. Und ich verstehe es auch jetzt noch nicht. Nein, man kann es nicht. Keiner versteht es. Mhm. Wir haben das heute im engsten Kreis gemacht. Mhm. Mit seinen Geschwistern und mit meiner Familie. Mhm. Ich muss dazu sagen, er ist zu meinem Opa gekommen. Ja, ins Grab von deinem Opa. Ja, weil er meinen Opa über alles lieb gehabt hat. Mhm. Und ich denke, dass er da gut aufgehoben ist. Mhm. Er hat ihn sehr lieb gehabt. Ja. War dein Mann, oder die Frage geht auch an dich, seid ihr gläubige Menschen oder eher nicht? Eher nicht, nein. Eher nicht. Das heißt, dann ist so ein Unglück noch schwerer zu begreifen. Ja, aber, ja. Hm. Weil wir einfach gesagt haben, es passiert so viel. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, ja. Achso, ihr habt euch es schon... Es passiert so viel, vor allen Dingen mit Kindern. Ja, ja. Na, lassen wir das jetzt lieber, aber... Hast du denn jetzt in den letzten Tagen und... Ich könnte mir vorstellen, dass das ein beständiges Auf und Ab von einem Gefühlschaos ist. Ja, mal absolut. So, mal so. Und hast du zwischendurch mal gedacht, du kannst nicht mehr und du möchtest auch nicht mehr leben? Ich hoffe nicht, dass jetzt dass meine Eltern das hören, aber ja, das habe ich gehabt. Hm. Ich finde das auch... Ich finde das... Ja, das finde ich aber auch normal und verständlich, Silke, dass man in diesen heftigen Gefühlsabschnitten, in denen man lebt, dass man das dann auch mal zwischendurch so empfindet, dass man nicht mehr kann, dass man auch nicht mehr leben möchte. Ja. Aber das ist natürlich dann auch wieder anders. Am nächsten Tag oder in den nächsten Stunden ist es dann auch wieder anders, wenn man sich klar darüber macht, dass das nicht der richtige Weg wäre. Ja, nein, ich sitze jetzt in diesem riesigen Haus, wo wir nur zur Miete wohnen, wo was eine riesige Baustelle im Moment ist. Und musst jetzt auch darüber nachdenken, dass du deine... Mit zwei großen Hunden. Mhm. Der eine todkrank, der andere, naja, nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Ich weiß nicht, was... Ich bin Witwe, ich muss Witwenrente beantragen. Mhm. Ich begreife es nicht. Mhm. Ich fand gerade sehr, sehr tröstlich, dass du ein gutes Umfeld hast und dass dir Menschen sehr, sehr beistehen. Dass deine Eltern dir auch so beistehen. Ja. Das ist ein großes Glück. Sofern man von Glück reden kann in der jetzigen Situation. Es ist sehr schön, dass es so ist, so kann man es formulieren. Liebe Silke, mir tut das von Herzen leid, was du mir erzählt hast. Meine Sendung ist jetzt vorbei, aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft und alles Gute. Da danke ich dir für. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik Axel Dülmann. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.